Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, wir machen heute weiter. Ich glaube, wir versuchen es heute nochmal mit der Kopfbar. Weil unsere Freunde haben uns ja eben schon ein bisschen geholfen. Mit dem Gefallen. Das heißt, wir können auf jeden Fall versuchen, es nochmal. Mal gucken, was wir diesmal auf die Reihe bekommen. Wir haben nämlich hier gerade diese kleine Fabrik auseinandergenommen. Und zwar komplett und gründlich. So wie das natürlich sein muss. Und für nur 300.000 Schaden. Dann könnten wir nämlich das mit dem Schwarz gewonnen machen. Eventuell können wir es über heute schon schaffen. Ich weiß es noch nicht. Eventuell können wir es heute schon schaffen. Gucken wir einfach mal. Autokampf. Schalte gleich auf uns, ich ramme aus. Okay. Ja, ich dachte, das ist jetzt... So, dann haben wir den auch erledigt. Oder wir fehlen nur noch 450 Dollar. Der, Gott sei Dank, Junge. Das Auto haben wir jetzt tatsächlich gemacht. Oh, das könnte tatsächlich heute werden. Ich will jetzt aber diese Bar unbedingt noch haben. Fahr. Fahr, Kollege, oder nicht? So, dann probieren wir es halt nochmal. Ein Kreuzfeuer in Point Verdun wäre gut. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Scheiße, das Auto ist weg, ne? Ja. Aber... Ja, zumindest so... An alle Einheiten, bitte. Ja, 400 Dollar haben wir zumindest. Doch. Ja, ich denke, dass wir sogar heute hinkriegen, den Boss auseinanderzunehmen. Dann hätten wir nämlich den nächsten. Ich will aber trotzdem, wie gesagt, diese Kopfbar noch haben, unbedingt. Na komm. Ah, kriegen wir es doch hin. Komm, warte, geh weg. Pfui. Bäh. Out. Aus. Scheiß Kopf. Komm, gehen wir anders spielen. Na komm. Geht woanders spielen. Kopf. Komm. Hau doch ab. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen.
Fuck. Ich hab keine. Du hast dich mit den falschen Weißen angelegt. Jetzt hab ich dich, Großmaul. Scheiße. Ah, ja. War mir klar. Weil da so ein Scheiß wie dran stand, oder was? Och, mein Gott, ich will gar nicht mit euch spielen. Verpiss dich, Mann. Weißt du, da bist du die... Los. Da bist du die einmal los und dann kommen die wieder spielen. Ich habe mich jetzt gekriegt, ich will nicht, wie diese Bar eigentlich immer auseinandernehmen. Weil das gerade ziemlich auf den Piss geht. Weil der geht, das ist ja jetzt herzlich egal. Feuer in Point Verdammte. Über. So. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, soll die mal kommen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Was ist los? Das heißt, sie machen jetzt... Diese. Ich hab gar nichts gemacht! Ha! Geh doch auf. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Zentrale an alle Einheiten in der Umgebung von Iron Point. Wir haben ein Fettungsdelikt in der Gegend, falls jemand Zeit hat. Ich suche mir Deckung. Gott sei Dank. So, rede mit Dicky Burke. Ich verschwinde jetzt gerade zu. Ich verschwinde jetzt gerade zu Fuß, weil ich mir jetzt ein Auto gesorgt. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. So. Suche abbrechen und Streifendienst wieder auf. So, rede mit Nicky Burke. Zack. Irgendeine Idee, was mich da drin erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. So. Kannst du laut sagen? Wer was wartet auf dich? Bin mal gespannt, wie du mit ihm klarkommst. So, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall... Die Notiz lesen wir auf jeden Fall noch. Du bist am besten, was mir passiert ist. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Okay, das ist okay. So, ich bräuchte jetzt aber tatsächlich mal... Oh, kann man die... Ich habe keine Munition für die Waffen, ne? Gott sei Dank sind die scheiß Cops weg, ey. Oh, wir haben es Gott sei Dank die scheiß Bar auseinandergenommen. Habe ich noch... Ich habe noch gefallen, okay. Aber ich brauche Munition. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Oh, wir haben 14.000 wieder, ne? Halt, stehen bleiben. Ich brauche Kohle. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Schrotflinten, Schrotgewehre.
kann natürlich keine. Die Waffen habe ich natürlich nicht. Gewehre. Automatische Waffen. Schade, ich brauche was mit schönen Schaden. Automatik-Sturmgewehr, die kann ich aber nicht kaufen, ne? Ich habe wieder Munition, das ist das Gute. Ja, die nehmen wir mit. Dankeschön. So, ich bin zufrieden, dass ich mir gerade wieder. Jetzt habe ich wieder Munition. So, ich brauche ein Auto vor allen Dingen. Boah, ich bin so froh, dass ich diese scheiß Bar auf dem Weg habe, ehrlich, von der letzte. Die habe ich in der letzten Folge auch schon so ekelhaft geärgert. Ah, da bin ich ein bisschen blöd reingegangen. Das Gute ist, ich habe genug gefallen gerade. Dass ich jetzt. Hallo, aber kein. Ich brauche ein Auto. Nein. Ich habe gerade noch genug, glaube ich, noch genug gefallen hier. Nee, mal kurz sagen. Ich dachte, wäre doch ein Bild irgendwie gewesen. Mir fehlt nämlich doch eins. Dann wäre ich auch Pont von da an abgeschlossen. Aber die Typen sind gut, ja? Die machen Laune. Die machen Laune, wer umso mehr als die. So, ich brauche dein Auto, Kollege. Scheiße. Tut mir leid, du wirst nicht irgendwie anrufen. Boah, der hat Glück gehabt, dass ich dir nicht angewischt habe. Hauptsache, ich habe den Wagen. Das ist erstmal das Wichtigste. So. Genau. Und jetzt gehen wir uns da vorarbeiten. Die sollen schön gleich aufräumen da drin. So. Ja, könnte für dir Karl Bevers. Das ist der nächste Kollege, der uns gleich auf der Liste fehlt. Also den werden wir natürlich auch wieder anheuern. Ich mache das nämlich gerne, dass wir die einfach anheuern, die Jungs. Statt was sie zu töten. Ich glaube, wir haben jetzt haben einen getötet. Ich glaube, einen den ersten haben wir getötet, ne? Da wusste ich noch nicht, dass ich die anheuern kann. Noch einen Gefallen. Ja. Ja, machen wir das doch. Ein Kreuzfeuer in Point Verdammt wäre gut. Na klar, bin gleich da. Ja, sehr gut. Dann komm her. So, dann müssen sie jetzt eigentlich im Moment da sein. Wo sind sie denn? Da sind sie. Okay, ich brauche nämlich Hilfe. Komm. Du machst nämlich gar nichts mehr, Kollege. Der auch weg. Mit der Scheiße habe ich beim Aufstehen aber nicht gerechnet. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Ich habe nichts gesehen. Scheiße. Ihr hört gar nichts, Kollege. So, die sind da unten noch weiter am Aufräumen. Das ist immer gut. Ich hoffe, dass sie den nicht töten.
Fieber. So. Das ist Dankeschön. Oh, das war... So, die... Kindergeburtstag, ich bin dabei. Jetzt holt dich der Teufel, du Wichser! So, ich brauche jetzt... Ich muss jetzt hoch, dann hole ich mir den Boss noch. Beziehungsweise der Boss gehört dann mir. Aber ich liebe das gerade einfach. Nein! Darum bitte nicht angreifen. Den will ich... Das ist meiner. Das ist mein Spielzeug. Ist ja schon Level. Warte mal. Mach's doch so. Ich drücke jetzt. So, gute Nacht, Kollege. Die zwei. So, der geht um hier. Du und Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. Der Plan war eigentlich, den nicht zu töten. Aber die Schwarzbrennerei ist gesichert. So. Bock zu weisen. Die Destille ist leergeräumt. Geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Das ist super. Ich nahm das Schlachthaus weg und diese Ratte Barbieri wird reagieren müssen. Ja, dann ist das zumindest auch mal unser. Ja, ist doch schön, dass wir mal was funktioniert. Ja, ich stehe ein bisschen scheiße, ich weiß. Aber mit Hilfe unseres Überfallkommandos haben wir das Ding mal eben kurz übernommen. War das nicht wieder so ein Unter... War das nicht auch so ein Unterboss, der einfach jetzt absolut sterben muss? Warte mal, ich muss mal gleich in die Liste gerade gucken. Die Kopfverstechen 1 verbindet den zugewonnen. Das ist gut. 5 blaue Bahnen ist so eine Kette verbrechen für 30 Sekunden. Gut. Ich überlege gerade was. Warte mal. War das nicht jetzt ein... Nee, war keiner. Okay. Roman Barbieri. Ja, wir müssen noch einen auf jeden Fall einen machen. Wir müssen auf jeden Fall noch machen. Vito, Thomas, Berg. Okay, Berg muss ja eh helfen. Okay. Uns fehlen noch 3 Leute danach. 3 Verbündete. Ja, wie gesagt, der nächste soll ja... Was hat er gesagt? Eben gerade, da muss noch auf jeden Fall ein Gebäude oder ein Gebiet her. Dann kann man den nämlich da auch machen. Gut. Super. Polizeidienstleister an. Bergs Verbündeter Fiona Davidson kann die Polizei für kurze aus bestimmten Gegenden abziehen, blaue Zimmer entfernen und Verbrechen ignorieren, um sie der Einsatzzentrale anzurufen, wähle im Ausfallrad aus. Das ist gut. Gut. So, was hätten wir dann als nächstes? Rede mit Bea Dormelli. Jetzt machen wir doch schnell die Tür. Alter, müssen wir mit der quatschen. Ah, schön. Wenn Dinge funktionieren. Wir haben die Kopfbar. Ja, gut, auf der Einfolge. Aber ich. Ja.
Ich habe die Koppa ein bisschen falsch angegangen. Wir haben genug Kohle wieder. Also wir haben 7000 jetzt. Wir haben 7000 noch. Aber gut, wir kriegen ja durch die Gebäude noch ein bisschen Kohle. Was ist die Bar hier? Ja, das war die Bar. Oder? Oder sie? Ja, wie immer sei. Wenn auch nicht. So, was müssen wir denn hier machen? Bist du Bear? Nikki schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nikis Paar alles. Soll für ihn die Robert Doe Fleischfabrik im Auge behalten. Das ist gut. Drüben das sagen. Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithain des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sonnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Sonny Blues Leute haben Angst vor ihm. Die reden nicht. Gut. Mach denen also mehr Angst vor dir. Das ist immerhin gut. Ja. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind. Ah, ne, wir können. Das war der Hammer. Der eine ist direkt hier gegenüber. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Mafia 3. Und dann geht's los. Als erstes erledige Sonnys von Schrecker. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das sind wieder zwei Typen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch die Rette Ralph McNary. Okay. Und da oben ist Befrage die Kreditarier. Okay, wir haben einiges zu tun auf jeden Fall. Das kriegen wir, glaube ich, nicht alles in einer Folge. Wir tun aber unser Bestes. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Mafia 3.